So, dann gehen wir mal in den Panther hinein. Also der Panzer 5 Panther unterschied sich in vielen Punkten von den bisherigen deutschen Typen Panzer 3 und 4. Er behielt jedoch die bewährte Aufteilung und Aufgabenverteilung der fünfköpfigen Besatzung bei. Unter anderem war es diese Aufteilung mit den drei Männern im Turm und zwei in der vorderen Wanne, welches es den sonst häufig in Panzerung, Feuerkraft und teils auch Mobilität unterlegenen deutschen Panzern ermöglicht hatte, in vielen Gefechten die Oberhand zu gewinnen. Der Turm, welcher um 360 Grad schwenkbar war, saß kugelgelagert im 1,65 Meter breiten Tragering. Die Kampfwagenkanone saß vorne in der Walzenblende, welche den Turm nach vorne abschloss. Auf das Dach war die Panzerführer- oder auch einfache Kommandantenkuppel aufgesetzt. Diese hatte beim Prototyp V2 noch in der linken Turmseite gesessen, war aber beim Serienturm weiter zur Mitte versetzt worden. Ein wichtiger Punkt war die Ausstattung des Turms mit einer Bühne. Dadurch saß bzw. stand die Turmbesatzung nicht unmittelbar auf dem Wannenboden und musste sich nicht mit dem sich drehenden Turm mitbewegen. Das war besonders für den Ladeschützen eine große Erleichterung. Kommen wir mal zu dem Richtschützen. Der Richtschütze richtete die Kampfwagenkanone manuell mit einem Handrad in der Höhe und über die Höhenrichtmaschine in der Seite ein und schwenkte den Turm über ein hydraulisches Turmschwenkwerk. Der Turmantrieb wurde über die nach vorne laufenden Gelenkwellen angetrieben. Die Bedienung erfolgte über ein Fußpedal. Das Turmschwenken per Hand erfolgte über das Handrad des Turmschwenkwerkes, wobei der Ladeschütze mit einem weiteren Handrad unterstützen konnte. Das Turmschwenken per Hand diente vor allem dem Feinjustieren vor dem Schuss. Eine volle Turmumdrehung dauerte per Hand nochmals deutlich länger als mit der Hydraulik, bei der eine volle Umdrehung zunächst eine Minute brauchte. Im Gefecht konnte das eine halbe Ewigkeit dauern. Über einen Hebel beim Ladeschützen konnte der hydraulische Turmantrieb bei Bedarf ausgekuppelt werden. Als Zielfernrohr war zunächst das binokulare TZF-12 mit fester 2,5-facher Vergrößerung und einem recht engen Sichtfeld von 28 Grad verbaut. Das Abfeuern der Kanone erfolgt in der Regel über den Auslöser am Höhenrichtrad oder im Notfall über die Notabfeuerung per Fußschalter. Rechts neben der Kampfwagenkanone war ein koaxiales MG-34 lafettiert. Kommen wir mal zum Ladeschützen. Der Ladeschütze war neben dem Laden der Hauptwaffe oft eine wichtige Hilfe für den Kommandanten, insbesondere auf langen Märschen. Obwohl die Position oft vom jüngsten Besatzungsmitglied besetzt wurde, konnte er im Notfall, im Gegensatz zum Richtschützen, über eine eigene Luke im Turmheck aussteigen. Ja, der Kommandant selber. Also, der Kommandant saß wie bei den vorigen Typen im hinteren Teil des Turms hinter dem Richtschützen. Durch die Kommandantenkuppel konnte er auch bei geschlossener Luke die Umgebung, wenn auch eingeschränkt, beobachten. Aufgrund des sehr geringen Sichtfeldes des Richtschützen, dem als einziges Sichtmittel sein TZF zur Verfügung stand, war eine schnelle und exakte Zielansprache durch den Kommandanten im Panther entscheidend. Dieser Umstand sollte sich bei jungen und schlecht ausgebildeten Besatzungen am Ende des Krieges als größte Schwäche erweisen. Dann haben wir noch den Fahrer. Der Fahrer hatte zwar grundsätzlich die gleiche Aufgabe wie in allen anderen Typen. Sprich, er musste den Panzer nach Vorgaben des Kommandanten so führen, dass Schutz und Feuerkraft unter Beobachtung des Geländes optimal zum Einsatz gebracht werden konnten. Im Panther spielten die Fähigkeiten des Fahrers jedoch insofern eine entscheidende Rolle, als dass sein Können über die Haltbarkeit und somit mitunter das Schicksal des Panzers bestimmte. In den Erfahrungsberichten aus der Truppe wurde immer wieder betont, dass die Fähigkeiten des Fahrers die Lebenserwartung der kritischen Fahrwerksbauteile massiv beeinflussen konnten. Dann haben wir auch den Funker. Wie in den anderen Typen saß der Funker in Fahrtrichtung rechts neben dem Fahrer, räumlich getrennt durch das Getriebe und die darüber verbaute Funkanlage. Die verbauten Geräte variierten. Die Grundausstattung FOG 5SE 10U
bestand aus einem UKW-Empfänger und einem 10-Watt-Sender mit einer 2-Meter-Stabantenne auf der Motorabdeckung. Die Panzerbefehlswagen erhielten zusätzlich eine FUG-7 oder FUG-8. Diese waren in der Wanne verbaut, was zu Lasten der Munitionskapazität des Panzerbefehlswagens ging. Die Antennen dafür wurden auf dem Turmdach montiert, wobei für das FUG-8 die charakteristische Sternantenne genutzt wurde, welche die Panzer schon von Weitem als Führungsfahrzeuge kenntlich machten. Gut, nachdem wir nun den Innenraum und die Aufgaben mal uns angeschaut haben, müssen wir uns natürlich auch mit der Weiterentwicklung beschäftigen. Noch bevor die Fertigung des ersten Panthers Ausführung Delta oder Dora begonnen hatte, wurden bereits Überlegungen zu einem Nachfolgemodell angestellt. Der Grund für diese Überlegungen war die Annahme, dass der Panther in seiner ursprünglichen Form bereits im Jahre 1944 seine Überlegenheit wieder einbüßen würde. So wurde in einer Besprechung am 5. Januar 1943 festgehalten, dass die Panzerung des Panthers auf 100 mm Front und 60 mm Seiten zu erhöhen sei. Der Einbau einer längeren Kampfwagenkanone L-100 oder länger sei zu erproben. Die Panther sollten vorläufig mit der bisherigen Panzerung 80 mm Front und 40 mm an den Seiten ausgeliefert werden. Diese Besprechung fand an einem Dienstag statt. Der erste Serienpanther wurde am folgenden Montag, den 11.01.1943, von der Wehrmacht übernommen. Im Februar verlangte die Abteilung Wapry 6 im Heereswaffenamt eine enge Abstimmung zwischen Henschel und MAN mit dem Ziel, eine möglichst große Teilegleichheit zwischen den beiden neuen Panzertypen Panther II und Tiger II zu erreichen. Gewünscht war die Austauschbarkeit einzelner Baugruppen, um die Fertigung, aber vor allem die Instandhaltung und Ersatzteilversorgung zu vereinfachen. So sollten in beide Panzer das Überlagerungslenkgetriebe L801 und ein verbessertes Alclown-Schaltgetriebe AK7002 von ZF verbaut werden. Die Seitenvorgelege des Panthers sollten beim Panther II durch die für den Tiger II entwickelten ersetzt werden. Hier müssen wir einmal mehr einen Mythos zerstören, der sich bis heute hartnäckig hält. Der sogenannte Schmalturm war nicht speziell als Turm für den Panther II vorgesehen. Zwar begann dessen Entwicklung mit den Plänen für den Panther II, er war jedoch als grundsätzlich neuer Turm gedacht und wurde schließlich für die Ausführung F vorgesehen. Am 3.3.43 wurde Krupp als künftiger Produzent des Panthers II festgelegt, wobei MIAG die Lenkgetriebe liefern sollte. Am 5.4.43 stellte MAN die Fertigstellung eines ersten Prototypen für August in Aussicht. Krupp erklärte jedoch, dass mit dem Anlauf einer Serienfertigung nicht vor dem Jahreswechsel 44-45 zu rechnen sei. Zwar wurde noch eine Panther II-Wanne gefertigt, das Projekt aber im Mai 1943 eingestellt. Die Arbeiten am Schmalturm wurden auf Sparflamme fortgesetzt. Die Gemeinsamkeit zwischen Panther und Tiger II sind somit keine optische Täuschung. So kam etwa die Panther II-Kette als Verladekette beim Königstiger zum Einsatz. Die Gründe für die Einstellung des Panther II sind bis heute nicht abschließend geklärt. Betrachtet man jedoch allein die Tatsache, dass der Panther II, ob mit der bewährten 7,5 cm Kampfwagenkanone 42 L70 oder der 8,8 cm Kampfwagenkanone 43 L71 bewaffnet, ein Gesamtgewicht von über 50 Tonnen erreicht hätte, wird die Redundanz der beiden Projekte mehr als deutlich. Vom Schmalturm entstanden letztlich zwei Prototypen. Der Rest eines der beiden ist heute im britischen Panzermuseum in Bovington ausgestellt. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen, ja, nicht kritisch, aber jetzt müssen wir uns mit den Varianten befassen. Auch wird wahrscheinlich jetzt auch klar, warum die Buchstaben nicht in Reihenfolge sind. Aber da kommen wir jetzt zu. Gut, also bevor wir uns die Varianten und Abarten des Panzers anschauen oder uns diesen Varianten widmen, etwas Grundsätzliches. Die Fortentwicklung einer solch komplexen Maschine wie dem Panther verlief weder stringent noch einheitlich. Das führte dazu, dass wir zwar verschiedene Ausführungen unterscheiden können,
die Übergänge von einer Ausführung zur anderen jedoch fließend sind und mitunter auch herstellerabhängige Detailvariationen hinzukamen. Bis zur Ausführung A hatte man bereits verschiedene Änderungen durchgeführt. Dazu gehörte der Wechsel vom Maybach HL210 P30 der ersten 250 Panzer zum HL230 P30 ab dem 251. Exemplar. Oder auch der Einbau einer Rohrausblasvorrichtung für die Pulvergase nach dem Schuss. Kommen wir mal zum Panther Ausführung A. Also ich sage jetzt mal, wir sagen die alte Bezeichnung, also Panther Ausführung Anton. Noch bevor die Beschwerden über die Mängel und ernüchternden Leistungen des Panthers in der Ausführung D wie Dora bei Kursk die Büros und Amtsstuben in Deutschland erreichten, liefen bereits die Arbeiten zur Verbesserung des Panzers. Allerdings war man bei MAN zunächst voll und ganz mit der Aufrechterhaltung der eigentlichen Produktion beschäftigt. Im August gab es zwei schwere Luftangriffe. So verwunderte es nicht, dass die ersten im September 1943 ausgelieferten Exemplare der Ausführung Anton unveränderte Dora-Wanden waren, die man mit dem neuen Turm versah. Als Erkennungsmerkmal der neuen Ausführung Anton gelten heute die gusseisernen Kommandantenkuppeln mit 7 Periskopen, also Winkelspiegel, und einer geänderten Luke sowie die Kugelblende für das Bug-MG anstatt der bislang vorhandenen Schlitzöffnung in der Bugplatte. So außer der Reihe, ich habe mal gehört, das nennt man Briefkastenklappe, aber das habe ich nur irgendwo mal aufgeschnappt. Okay. Ein weiteres Periskop im Turmdach erlaubte nun auf dem Ladeschützen einen, wenn auch sehr begrenzten, Blick nach außen. Die Abdichtung der Walzenblende wurde überarbeitet. Die wichtigste Neuerung betraf das Turmschwenkwerk. Lag die Schwenkrate ursprünglich fest bei 6 Grad pro Sekunde, was 60 Sekunden für eine volle 360 Grad Drehung bedeutete, so konnte nun die Schwenkrate über die Motordrehzahl variiert werden. Damit reduzierte sich die Zeit für eine volle 360 Grad Drehung auf bis zu 15 Sekunden, abhängig von der Motordrehzahl. Die Schwenkrate sank geringfügig, als man die Höchstdrehzahl des Motors per Begrenzer auf 2500 Umdrehungen pro Minute limitierte. Weitere Änderungen stellten die Sichtklappe für den Fahrer, die geänderte Form des Triebraddeckels sowie Laufrollen mit 24 statt bisher 16 Befestigungsbolzen dar. Im Verlauf der Fertigung kam noch der Wechsel vom TZF-12 zum 12A, also das passierte im Dezember 1943, und der Einbau der sogenannten Nahverteidigungswaffe, das war im März 1944, hinzu. Von der Ausführung Anton entstanden 2200 Exemplare. Ausführung G wie Gustav. Mit der Ausführung G entstand ab März 1944 die finale Ausführung des Panthers. Zu den umfangreichen sicht- und nicht sichtbaren Änderungen zählten eine geänderte Motorraumabdeckung mit geänderten Lüftergehäusen, eine vereinfachte Oberwandkonstruktion, geänderte Luken für Fahrer und Funker, ein nun drehbarer Fahrerwinkelspiegel, Änderung am Kühlsystem, die Erhöhung des Munitionsvorrates auf 82 Schuss, geschweißte Abdeckung für die Auspuffanlage, Befestigungspilze für den 2-Tonnen Behelfskran, Regenschutz über dem Fahrerwinkelspiegel. Der Wegfall des seit September 1944 aufgebrachten Zimmeritanstriches war auch ein weiterer Faktor. Die Einführung Splitterschutz über Turmblende auf der aufgedickten Walzenblende mit Kinn durch die Abweiserleiste sollte ein Abgleiten und Einschlagen von Geschossen in das dünne Wandendach verhindern. Ein tödliches Phänomen, das an der Front immer wieder auftrat. Flammenvernichter für die Abgasrohre verhinderten die bei Dunkelheit verräterischen Stichflammen. Weiterhin gab es noch Änderungen am Fahrersitz und an der Fahrersichtklappe. Die wichtigsten Verbesserungen stellten aber die Überarbeitung des Seitenvorgeleges dar. Diese Maßnahmen wurden aber durch die zunehmenden Mängel in der Fertigung
und Qualitätskontrolle konterkariert. Ein kleines äußerliches Detail stellten die Halterung für Kampfstoffspürpapier dar. Sie wurden nur von Oktober 1944 bis Februar 1945 verbaut. Damit verbunden ist natürlich heute eine recht genaue Bestimmung der entsprechenden Fahrzeuge auf Bildern. Ab Ende 1944 zeigten sich zunehmend die Mängel in der deutschen Rüstung. So entfiel teilweise die weiße Innenraumfarbe, wie auch der Sitz für den Ladeschützen. Von dieser finalen Ausführung entstanden 2961 Exemplare, wobei noch 5 Exemplare aus 2 Panthern, 2 Jagdpanthern und einem Bergepanther nach Kriegsende unter britischer Aufsicht fertiggestellt wurden, um diese bei der Erprobungsstelle in Chertsey, Surrey, zur Erprobung und für Vergleichsteste zu nutzen. Die erhaltenen Exemplare im Tankmuseum Bovington und der Wehrtechnischen Studiensammlung in Koblenz gehören zu diesen. Auch die Winde des Bergepanthers blieb erhalten und ist heute im Besitz der Wehrtechnischen Studiensammlung Koblenz. So, kommen wir mal zur Ausführung F wie Friedrich. Die Ausführung F geht auf ein Konzept von Daimler-Benz zurück. Dort hatte man Ende 1944 den bereits beschriebenen Schmalturm mit einer modifizierten Wanne kombiniert und sogar ein Modell aus Holz gefertigt. Dieses Modell wurde am 12.12.1944 offiziell vorgestellt. Erst mit einem Schreiben vom 14. März 1945 forderte der Generalinspekteur der Panzertruppen die Fertigung eines Prototyps mit Turm aus weichem Eisen auf einer Regelwanne. Es kam jedoch entgegen mancher Darstellung nicht zur Fertigstellung einer Kleinserie der Ausführung F, also Turm und Wanne, da wichtige Komponenten wie das neue Turmzielfernrohr TZF-13 und der stereoskopische Entfernungsmesser nicht verfügbar waren. Ja, kommen wir mal zu den Abarten. Also beim Thema Varianten und Abarten auf Basis des Panzer 5 Panther denken die meisten, vom interessierten Laien bis zum eingefleischten Panzerfan, sofort an den Jagdpanther. Wir wissen ja, davon gab es 384 Stück, auf den wir heute aber nicht weiter eingehen wollen. Die für die Wehrmacht und somit wohl auch für den Kriegsverlauf wichtigste Abteilung dürfte jedoch der deutlich weniger glamouröse Bergepanzerpanther oder auch Bergepanther Sonderkfz 179 darstellen. Bereits mit der Einführung des Tigers Ende 1942 wurde deutlich, dass das Standard-Bergefahrzeug die bewährten 18-Tonnen-Zugmaschinen Sonderkfz 9 für solch schwere Fahrzeuge nicht mehr ausreichte. Dazu kam der schon lange bemängelte fehlende Schutz für die Bergebesatzung. Mit dem Zulauf des Panthers wurde das Problem nun noch dringlicher. Die ersten Bergepanther waren 10 aus der Serie entnommene Wannen der Ausführung Dora, die man nur mit einer simplen Abdeckung für den offenen Turmdrehkranz versah. Spezielle Bergeausrüstung fehlte völlig, wurde aber teilweise durch die Truppe improvisiert. Ab Juli 1943 wurden dann die ersten vollwertigen Bergepanther mit Winde, Erdsporn und Ladebaum ausgeliefert. Neben den Pantherabteilungen sollten auch die Tiger- und schweren Panzerjägerabteilungen sowie einige selbstständige Instandsetzungsabteilungen Bergepanther erhalten. Um die laufende Fertigung nicht noch weiter zu belasten, wurde die Firma Siebert in Aschaffenburg mit dem Umbau beschädigter Panther zu Bergepanthern beauftragt. Die tatsächliche Anzahl der gefertigten Bergepanther ist bis heute unklar. Gesichert ist jedoch die Zahl von 347 Exemplaren. So, jetzt kommen wir mal zu dem Panzerbefehlswagen Panther Sonderkfz 267 und 268. Wie bei allen Panzerkampfwagen der Wehrmacht gab es auch vom Panther eine Befehlspanzerversion, genauer gesagt sogar zwei. Die 267
war mit einem FUG 8 und einem FUG 5 ausgestattet, während die 268 einen FUG 7 und einen FUG 5 erhielt. Diese Variante ist an der 1,4 Meter Stabantenne auf dem Heck und der 2 Meter Stabantenne auf dem Turmdach erkennbar. Da die zusätzlichen Funkgeräte und der dazugehörige Generator viel Platz benötigten, wurde der Munitionsvorrat der Hauptbewaffnung auf 64 Patronen reduziert. Ebenfalls entfiel das koaxiale Turm-MG samt Halterung und die Blendenöffnung wurde durch ein Stopfen verschlossen. Bei der Ausführung Anton entfiel zusätzlich noch das Turmhilfsschwenkwerk des Ladeschützen. Insgesamt wurden rund 400 Panzerkampfwagen für die Nachrichtenzüge der Panzerabteilung und Regimenter gebaut. Ja, und überall ist natürlich auch ein Mythos, den wir nochmal beleuchten sollten. Und beleuchten ist natürlich hier sehr treffend, denn es geht um den Nachtpanther, ja, und den ganzen Mythos und die Realität dazu. Gut, bevor wir uns abschließen, noch einige nicht realisierte Projekte auf Basis des Panthers ansehen, müssen wir uns einem Thema widmen, das im Zusammenhang mit dem Panzer 5 immer wieder aufkommt und sich zu einem der vielen Mythen entwickelt hat. Die Rede ist von der Nachtkampffähigkeit des Panthers und der Nachtsichttechnologie der Wehrmacht im Allgemeinen. Also die Arbeiten an Nachtsichtgeräten für den militärischen Einsatz oder der militärischen Nutzung begannen in Deutschland bereits Mitte der 1930er Jahre. Ab 1936 beschäftigte sich die Abteilung WAPRÜ 8, also die Abteilung für Optik, Messwesen und Heereswetterdienst, mit dem Thema. Wie in Großbritannien arbeitete man auch hier daran, die Bildwandlertechnologie für das Fahren von Fahrzeugen und das Anrichten von Geschützen bei Nacht nutzbar zu machen. Ersteres hatte man in der Sowjetunion bereits erreicht, sodass mit Dudka ein Nachtsichtgerät zur Verfügung stand, das es dem Fahrer eines BT-7-Panzers erlaubte, mit Hilfe von IR-Scheinwerfern zunächst ca. 15 bis 20 und später sogar gut 50 Meter weit zu sehen und so zumindest mit geringer Geschwindigkeit bei absoluter Dunkelheit fahren zu können. Die Wehrmacht erprobte Ende 1942 mit dem Zielgerät ZG-1221 ihr erstes System, das aus einem 36 cm 500 Watt IR-Scheinwerfer und Bildwandler auf einem Panzerjäger Marder II in Fallingbostel bestand. Dabei wurden Ziele, und jetzt schön aufpassen, bis 600 Meter bekämpft. Zwar hatte AEG das Konzept bereits 1939 für die PAK 36 angeboten, damals war es jedoch als nicht praktikabel abgelehnt worden. Unter dem Decknamen Puma wurde ab 1943 das Fahrgerät FG-1250 Sperber entwickelt. Es bestand aus einem 20 cm IR-Suchscheinwerfer mit 200 Watt Leistung und einem Bildwandler auf einer Plattform an der Kommandantenkuppel in 12 Uhr Position montiert. Das IR-Gerät war innerhalb der Kommandantenkuppel um 360 Grad am Turmstellungsanzeiger drehbar gelagert. Die Stromversorgung wurde durch eine zusätzliche 12-Volt-Batterie sichergestellt. Die Ladung der Batterie erfolgte durch einen Generator. Für den Einbau beider Geräte entfiel der Munitionshalter im hinteren rechten Kampfraum. Verstaut wurde das Gerät in einem Panzerkasten, der anstelle des Gepäckkastens hinten rechts angebracht war. Das System hatte mit dem kleinen 200 Watt Strahler eine effektive Reichweite von gut 350 bis 400 Metern bei einem Sichtfeld von ca. 30 Grad. Da nur der Kommandant damit nachtsichtfähig wurde, musste er den Richtschützen exakt auf das Ziel einweisen. Eine mechanische Kupplung von Bildwandler und Richtmaschine sollte dabei unterstützen. Das Ganze blieb jedoch eine komplizierte und recht langwierige Prozedur, die eine gute Ausbildung und viel Übung erforderte. Da der Fahrer ebenfalls völlig blind war, konnte der Kommandant ihn höchstens beim Rangieren in oder aus einer Stellung leiten. Ein Straßenmarsch selbst mit geringer Geschwindigkeit war nicht möglich. Um die Reichweite der Kampfwagenkanone 42 voll auszuschöpfen,
wurde ein großer 60 cm 400 Watt starker IR-Scheinwerfer auf einem Sonder-Kfz 251 montiert, welches die Zielsuche und die Beleuchtung für den Panther übernehmen sollte. Die so ausgerüsteten Sonder-Kfz 251-20 liefen unter Bezeichnung Uhu. Für die begleitenden Grenadiere waren Sonder-Kfz 251 unter dem Namen Falke vorgesehen. Diese erhielten wie die Uhu Bildwandler und IR-Scheinwerfer für die Fahrer und teilweise auch für die MG-Lafetten. Ein Uhu sollte jeweils 5 Panther unterstützen. Ein Problem stellte hier der nur 8 Grad schmale Lichtkegel des Uhus dar. Dennoch sollen in der Ausbildung Ziele bis 2500 Meter Entfernung bekämpft worden sein. Also Ausbildung, ne? Da müssen wir mal festhalten. Überhaupt wurden die Systeme wohl mit Masse in der Ausbildung genutzt, was auch die verzerrte historische Wahrnehmung erklären könnte. Da zwar viele Panzermänner der letzten Stunde dieses technische Wunder noch kennenlernten oder durch Kameraden davon erfuhren, es aber nicht mehr zum Einsatz kam, dürfte der Einsatz auf der Panzerschießbahn sich wie so oft einfacher gestaltet haben als im Gefecht selbst. Belege über Kampfeinsätze sind kaum vorhanden. Überhaupt ist nur die Auslieferung von 44 Gerätesätzen an 5 verschiedene Einheiten dokumentiert. Darunter ja die Panzerschule in Fallingbostel und die bis Februar 45 in Grafenwöhr aufgefrischte 1. Abteilung Panzerregiment 130. Gerüchteweise gab es Einsätze in Ungarn, Berlin und im Westen gegen US-Truppen. Ein Einsatz gegen US-Truppen ist fast auszuschließen, da alle nachweislich ausgestatteten Fronteinheiten an der Ostfront kämpften. Beim Panzerregiment 130 gab es während der Ausbildung in Grafenwöhr eine Vorführung für den Generalinspekteur der Panzertruppen Guderian, bei der starker Schneefall den Einsatz behinderte. Insgesamt wurden in der Ausbildung so viele technische Mängel festgestellt, dass die Einheit die Geräte wieder abgab. Ein oft zitierter Einsatz bei der Panzerdivision Clausewitz im Raum Fallersleben gilt heute als widerlegt, auch weil die Division wohl nie die Sperrberggeräte erhielt. Eine zweite Version, die sogenannte Variante B wie Bertha, wurde nach aktuellem Stand der Forschung nie eingesetzt. Bei einem online kursierenden Foto davon handelt es sich um eine recht plumpe Fotomontage. Aus der Pantherproduktion bei MNH ist bekannt, dass dort im August 1944 einige Panther schon ab Werk mit dem FG 1250 ausgestattet werden sollten. Wegen fehlender Geräte wurden aber bis Ende 1944 nur 20 Panther damit ausgestattet. Im November schließlich befahl das OKH, alle bis dahin zum Einbau des FG 1250 vorbereiteten Panther wieder in den Rüstzustand eines normalen Panthers Ausführung Gustav zurückzuversetzen. So, damit wir damit jetzt mal aufgeräumt haben, müssen wir natürlich noch weiterschauen. Wir haben hier die nicht realisierten Projekte, die sogenannten Papierpanther. Also, der Panzerbeobachtungswagen Panther. Als Ergänzung zu den Panzerbeobachtungswagen auf Basis des Panzers 3 und 4 sollte Rheinmetall in Kooperation mit Anschütz Kiel einen neuen Turm für den Panther als Panzerbeobachtungswagen für Artilleriebeobachter entwickeln. Der dritte Entwurfsvorschlag wurde im November 1942 akzeptiert. Der Turm trug, wie das Modell auf Basis des Panzer 3, anstelle der Kampfwagenkanone eine Kanonenattrappe und als Bewaffnung daneben nur ein MG-34 in der Kugelblende. Zur umfangreichen optischen Ausstattung zählten ein Entfernungsmesser mit 1,25 Meter Basis, ein Schernfernrohr SR-14, ein Turmseerohr TSR-1 sowie ein Turmbeobachtungsfernrohr TBF-2. Mit Ausnahme des SR-14 wurde von allen ein zweites Exemplar als Ersatz mitgeführt. Dazu kam die Funkausrüstung mit FUG 8 und FU 4. Im September 1943 wurde der einzige gebaute Musterturm auf eine D-Wanne montiert. Der Widerstand des Generalinspekteurs der Panzertruppen Guderian
und seine Chefs des Stabes, Tomale, führten zur Einstellung des Projekts. In der Führung der Panzertruppe war man gegen die Abgabe von Panzer V an die Artillerie. Ja, weiter gab es diverse Projekte, die den Panzer V als Grundlage für Flakpanzer, Artillerie-Selbstfallerfetten, Sturmmörser und sogar mobile Flakraketen-Startplattformen nutzen wollten. Flakraketen, da gibt es auch was bei uns, sollte man nicht vergessen. Ja, Beispiele hierfür sind natürlich die 3,7 cm Flak-Zwilling, also wir reden hier von Gerät 554, Deckname Kolian. Flak Panther 8,8 mit der Flak 41. Dann die 10,5 cm leichte Panzerhaubitze auf Panther. Und last but not least der Sturmmörser 15 cm. Keines dieser Projekte schafft es über das Modell- bzw. Papierstadium hinaus. Viele Türme von ausgefallenen Panthern fanden jedoch eine finale Verwendung als Bewaffnung in den Befestigungsanlagen des Westwalls und anderen Verteidigungswerken an und vor dem Reichsgebiet. Ein abschließendes Urteil über den vermeintlich besten Panzer des Zweiten Weltkrieges möchten wir uns für das folgende Video über die Kampfeinsätze dieses neben dem Tiger zweifellos legendärsten deutschen Kampfwagens aufheben.